Willkommen, dufte Typen, zu einer weiteren Folge Return of the Opera Dinn. Super geil. So, wir haben in der letzten Folge 6 weitere Schicksale gekriegt. Das wäre auch gut, wenn wir es diesmal nochmal schaffen. Dum-dum-dum-dum-dum. Gucken wir mal, gucken wir mal. In der Takelake. Ja. Keine Chance, da drauf zu kommen, oder? Wo waren wir? Ich war gerade bei über den Bildern. Einfach abchecken, was wir noch nicht haben und worauf kommen könnten. Verschwunden, ne? Keine Ahnung, verschwunden. Leben auf dem Wasser. So, ihm konnten wir jetzt klären, mal endlich. Die haben wir auch schon und die sind komplett. Sehr schön. Was haben wir denn noch nicht komplett? Den? Haben wir hier komplett die hinteren? Bis auf ihn, ne? Würde ich sagen, gucken wir uns den noch mal an, den Alibaba hier. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Osama. Unbekanntes Schicksal. Ja, das stand auch im Buch, der ist irgendwie verschwunden. Da ist er verschwunden. Erstmal markieren. Und dann die letzte, bevor sein Verschwinden. Auf dem Hauptdeck vorne. Bei der Krake, ne? Das Verderben. Ja, dann wurde er wahrscheinlich von der Krake gedingst, ne? So. Der ist das hier, sollen wir uns angucken? Dann gucken wir uns das hier an. Boom. Boah, ist er vielleicht mit dem Typen explodiert? Da ist ja der Fähnrich explodiert. So, wo ist aber unser Alibaba? Ah, der fällt hier runter, kann das sein? Ah ja. Ja, ist da runtergefallen. Ja, dann würde er ertrunken sein. Entweder ist er ertrunken oder, wenn es das zur Auswahl gibt, vielleicht ist das mit den anderen dreien auch passiert. Wer ist, wissen wir nicht. Aber es gibt ja hier verzehrt. Ne? Wo ich ja anfangs dachte, es gibt bestimmt noch so ein Kannibalismus-Kapitel, gerade auf so Schifffahrten, da hört man ja so einiges. Verzehrt. Von einem Angreifer, von der Bestie. Vielleicht hat die Bestie den einfach gegessen. Das bei den anderen dreien, die von Bord gegangen sind, wahrscheinlich auch. Also ins Wasser gefallen. Dann hat das einmal gemacht und dann war er weg. Weil es auch ein bisschen schwer zu glauben ist. Ne, gerade Seeleute einfach so ertrinken. Einfach so. Also man konnte ja schon davon ausgehen, dass die Leute schwimmen können. Oder zumindest sich einige Zeit über Wasser halten können. Gut, dann trage ich das mal bei den anderen auch ein, wenn wir sagen können, verzerrt von hier Tentaculus der Große. Machen wir das. Vielleicht ist das die Rätselslösung. So, wo hatten wir die denn? Hier hatten wir die, ne? Pardon. Die drei nämlich. Die wurden dann auch verschlungen. Verzehrt. Einer schrecklichen Bestie. Wurdest auch verzehrt. Ah ne, bei ihm hatten wir das. Stimmt, bei ihm wurde es ja als richtig. Ja, wenn wir das bei ihm als richtig abgehakt haben, dann stimmt es bei denen und bei dem Alibaba auch. Ha, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, dass wir den ja schon bestätigt haben. Das Spiel hat uns ja gesagt, das ist die richtige Einstellung. So, dann müssen wir nochmal zum Alibaba. Können das bei dem nochmal einstellen? Oh.
Die Bitrate kommt wieder. Naja, Frage ist, wie lange? Ist jetzt für euch Leute, die bei YouTube gucken, ein bisschen komisch. Was sabbelt der da? Was labert der da? Macht das jetzt gerade live. Gerade nicht so viele dabei, aber falls jemand was schreibt, seht ihr das auch auf dem Bildschirm. So, was wollte ich machen? Ach, Alibaba, das war er hier, ne? Da ist er runtergefallen. Hinten fliegt er vom Bord. So, das ist nicht verschlungen, sondern ertränkt. Das hat er bestimmt. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wer er ist. Vielleicht ist er der eine Inder, der hier noch irgendwie auf dem Zettel ist. Schiffsteward? Zungsati? Aber für einen Steward sieht der, hat er keine Uniform. Nee, das passt irgendwie nicht. Marsgast. Möglich. Das ist einer von der, aber so chinesisch. Ich würde eher sagen, das ist eher der persische Typ ist. Also mit Turban und so. Ansonsten hätten wir nicht viel zur Auswahl. Sierra Leone wäre auch möglich. Klingt auch so ein bisschen Turban-mäßig. In Irland tragen die keinen Turban, ne? Ich würde sagen, das ist der Perser. Das ist der Perser. Ansonsten Indien hätte ich gesagt. Warte, haben wir noch was aus Indien? Indien tragen ja auch Turban, ne? Haben irgendeinen Typen aus Indien? Achso, ja, den Stuart. Aber ich glaube nicht, dass das der ist. Dafür hätte er mir zu wenig Uniform. Oder das hier. Sieht er aus, sieht er so aus wie ein Hamadou Diom? Hamadou? Hamadou! Ja, passt zum Zimmermann. Ja, soll ich oder Hamadou? Ja. Oder ist ein Zungizati? Zungizati. Nee, so sieht er mir. Doch, könnte er eigentlich hinkommen, aber ich glaube, das ist der Hamadou. So. Was ist er denn? Ach, das ist der Marva. Die meisten hatten wir schon. Ich guck mir trotzdem mal noch ein paar von denen an. Ich will hier aus dem. Genau. Noch eine davor. Da kommt er drin vor. So, gucken wir uns mal an bei dem Maler. Wir wollen schon einen Proof haben. Edward Sprott, Maler, wurde von einer schrecklichen Bestie zerquetscht. Achso, die Erinnerung. Da können wir höchstens sehen, wenn er irgendwo rumsteht, ne? Gut, wo ist das? Geschützdeck ganz vorne. Das hier. Tudum. Yeah. Das ist der Maler. Der steht hier in der Kombüse. Vielleicht ist auch er hier das Mutsche. Der sieht zumindest so aus, als wenn er Essen zubereitet, ne? Weil der andere hat auch gemeint hier irgendwie bei der Fischding, oder ich kann da was kochen. Aber vielleicht, weil er währenddessen schon gestorben ist. Also der hat auf jeden Fall eine Uniform. Also ein Smooch, ich hab's ja mal nachgelesen. Ein Smooch hat eine ganze Menge Verantwortung auf so einem Schiff. Der kocht ja nicht nur, sondern der muss auch den Einkauf von den ganzen Sachen abwickeln. Der hat die ganze Verantwortung für die Lagerung der Lebensmittel. Der hat schon Verantwortung auf dem Schiff. Der wird schon so ein bisschen auch ein bisschen Heidi-Tai angezogen sein. Der hat schon ein bisschen was zu melden. Ist er das vielleicht?
Den sieht man nur, ne, der ist so. Direkter kann man es ja kaum sehen. Ist hier am Album Schneesen. Ah, hier kann man auch gucken, wer in den Kojen pennt, ne? Ah, vielleicht ist unser Typ hier jetzt in der Koje drin. Ja, welche Vermutung hatten wir bei ihm gemacht? Ich will eigentlich auf sein Dings drauf hier. Auf das Bild, Mensch. Ja, genau. Der da. Hamadou. Hamadou hat die 55. 55 war eine Etage tiefer. Hamadou ist es nicht. Dann ist es vielleicht doch der Omid. Omid 36. Ist hier irgendwo die 36? 44? 43? 36? Ah, da ist keiner drin. Also ist er das nicht. Wer soll hier anwesend sein? Entweder steht er hier irgendwo rum. Oder das ist er nicht. Aber 36, ne? Auch so ein persischer Säbel. Kann man gut vorstellen, dass es der Typ im Turban ist. Passt irgendwie. Klischees, Klischees. 45. Was war die andere Vermutung, die wir hatten? 55 war das, ne? Aber Schiffssteward, denke ich, ist er. Ist er nicht. Also, dann hat man jetzt noch die 55. Der Hamadou. Hier ist die 56. 57. Warte mal, 56 war da auch irgendwas, was wir zur Bestätigung haben wollten, ne? Ich will einfach nur die Liste gucken, Mensch. Was war denn 56? Haben wir hier gar nicht. Na nö. Da ist ein blinder Passagier drin. Er schmeißt den mal vom Schiff. Was ist denn hier los? Geht ja mal gar nicht. Ah, er hat aber auch was zu futtern. Der hat sich nur was abgeholt, ne? Stuart, ja, ja. Hat sich Essen gegönnt. Hier kann man es auch schon sehen, dass der hier der Steward von dem dritten Offizier ist, ne? Laufen auch direkt nebeneinander. Tja. Aber der Alibaba, aber hier in seinem Bettchen ist ja keiner drinne. Da ist ja keiner. Oder ist, ach stimmt, oben können wir auch gucken. Ui, gucken wir mal hier, dann muss er ja hier irgendwo rumeiern. Da guckt er. Ja, dann passt das eigentlich, ne? Wenn er nicht in seinem Bettchen ist, dann ist er das hier oben. Sollte eigentlich hinpassen. Ich würde sagen, das ist der. Das ist der. Gucken wir uns mal noch ein paar andere raus, damit wir noch eine Bestätigung bekommen. Mal so wieder ein paar abgehakt bekommen. Was sind hier die Türchen da? So. Alibaba hätten wir. So, welchen nehmen wir denn als nächstes? Welchen haben wir denn noch nicht? Also von denen hätten wir jetzt alle. Den haben wir auch schon. Den haben wir noch nicht. Zwei Erinnerungen. Ja, vielleicht kommen wir darauf. Zwei ist ja nicht so viele. Die erste Erinnerung, bitte. Auf dem Hauptdeck. Ja, die ist halt so nix sagen. Da stehen sie halt alle nur doof rum. Und da, wo er gestorben ist. Von Fracht zerquetscht. Gucken wir uns mal an.
Da vorne ist es. Guten Abend, Valky. Ich grüße Sie. Der dann, ne? Ja, schön. Ja, gerade eben hatte ich ja noch übelst die Connection Problems und so. Gucken, wie lange sich das hier noch hält. Mir geht's ganz gut. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe du auch. Wo ist denn jetzt unser Kandidat hier? Ja, passt. Das ist schön. So, der da, unbekannt. Wie soll man da auf Fracht kommen? Der hat doch einfach die Flosse in die Fresse gekriegt hier. Durch Flosse gestorben. Also unbekannt ist das auch nicht. Der könnte nämlich auch der Koch sein. Das sagt er ja zumindest. Das sagt er ja. Was ist denn das? Überlasst sie mir und ich brate ein schmackhaftes Mahl, Jungens. Möglich. Ja, sagen wir mal, er ist hier der Koch. Bei dem anderen liegt zwar auch nah. So abfallender Fracht. Ich habe mir jetzt ja meine Bude umgeräumt, so mit Greenscreen und so alles. Und so richtig Studio-Ecke. Da will ich das natürlich auch mal nutzen. Sonst eigentlich denke ich mir so, muss nicht sein. Aber wenn ich das schon habe, dann kann man es auch mal machen. Ansonsten sage ich auch immer so, gerade für solche Spiele muss das eigentlich gar nicht sein. Aber so gewöhne ich mich auch schon mal dran. So, wo haben wir denn da aufgespießt? Ja, einfach totgeschlagen. Totgeschlagen von einer Bestie. Das ist es. Einen Schlag ins Gesicht gekriegt. So, wen haben wir denn noch nicht? Die ganzen Inder haben wir auch schon abgehakt. Der Geiger. War schon. Ist er dann komplett unbekannt? Die zwei Frauen sind auch noch nicht ganz. Die Brüders haben wir. Ja, genau. Ich muss mal gucken, wenn ich den Filter ausmache, sieht man das vielleicht auch, aber muss ich den wieder einstellen? Das dauert ein bisschen. Wir wissen schon mal, wie der gestorben ist. Gucken wir uns mal den an. Vielleicht finden wir raus, wer er hier ist. Erste Erinnerung. Aus dem Weg. Fällt auf jeden Fall kein Name. Auch nochmal am Frachtraum. Was haben wir da? Bittere Kälte. Das sind die Inder. Ja, da wird da irgendwo schlafen, der Typ. Hier fallen halt auch keine wirklichen Namen. Müssen wir uns echt ein bisschen angucken. Hier. Hier würde auch, stirbt er auch. Fangen wir mal mit der Erinnerung an. Hauptdeck in der Mitte. Ist es bei dir auch Pixelitis, so, also wenn du das guckst? Weil wenn ich da rüber gucke, bei mir ist es Pixelparty. Vor allem, wenn sich das ein bisschen schneller bewegt, ist das richtig schlimm. So, nach oben müssen wir. Na,
ein Stück weiter. Die hier. Raus und dann nach unten. What the hell is going on? What do you know about these things? About the chest and your dead friends? Das ist ja mir. Er hat versucht, den Chinesen als Deckung zu nehmen. Und das hat trotzdem nicht funktioniert. So, wo ist denn unser Kandidat? Glatzkopf. Ach, das ist er hier. Ja. Ja, der wurde von diesem Viech, von dem Stachelviech hier erschossen. Das haben wir schon rausgekriegt, aber... Wer ist er? Von der Kleidung her schwer zu sagen. Könnte alles Mögliche sein. Oh, wir sind hier am Buckeln. Die Inder, ne? Da sind die Engländer sich zu fein für. Das hat nicht so viel Aufschluss gegeben. Da liegt er wahrscheinlich nur rum und pennt. Aber vielleicht hilfreich. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Also wenn er da in dieser Erinnerung mit dem Krankheit da pennt, dann... Wenn er da unten pennt, ist das bestimmt ein Matrose. Oder das könnte jeder sein. Könnte halt wirklich alles sein. Er hat jetzt auch nicht so wirklich so einen speziellen Touch irgendwie. Wo man sagen kann, ja, das ist hier der Chinese oder so. Ein Irländer. Alles möglich. Ich glaube, bei dem wäre man nicht schlau. Nehmen wir mal einen anderen als Ziel, den wir ein bisschen verfolgen. Was haben wir denn hier noch im Buch dann noch offen? So. Gehen wir von vorne nach hinten durch. Das haben wir. Den haben wir auch. Die haben wir alle schon. Das ist auch wichtig. Schon so viel fertig, Mensch. Den haben wir noch nicht. Die ist unbekannte Kill, wo du durchbohrt. Ja gut, gucken wir uns das mal an. Wer ist denn damit rausgefahren? Gucken wir uns mal die erste an. Auch wieder hier, ne? Da pennen sie alle. Also jeder ist irgendwie in dieser Erinnerung mit drin, ne? Da stehen sie alle nur doof rum. Hier ist er zugegen. Oh, er sagt sogar, er gibt dich. Das gucken wir uns mal an. Müssen wir zum ersten Offizier. Diese Erinnerung. Was ist denn da gestorben? Den haben wir schon.
ist auch nicht der. Wo ist denn der, den wir suchen? Also nee, das X sagt ja, ist ja immer nur der. Der Typ, der gerade stirbt, der spricht. Bist du das? Nee, ne? Kribbelt denn hier umher? Wer denn? Alle nicht die Fatzken, die wir suchen. Ach stimmt, der steigt ja ins Boot mit rein. Durchbohrt. Den kennen wir. Den aber nicht. Wo ist denn unser Gesuch da hier? Ist das er hier? Ah ja. Also er hat auf jeden Fall einen asiatischen Touch. Und an dem Bild hier hängt er an diesen Mästen rum. Also wird schon einer von den chinesischen Mast-Gast-Typen von denen hier sein. Nur welcher von denen? Ist eine gute Frage. Könnte ein jeder sein. Okay, was passiert denn sonst noch? Wo ist denn der Tochter noch auf? Hier, dann ragt, dann düst er mit denen weg. Wird hier irgendwelche Namen genannt? Also wahrscheinlich verwendet von den Chinesen hier. Irgendwie nicht. Obwohl, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Gibt es dann... Weil wenn die anderen danach noch vorkommen, könnte man eventuell mit den Kojen noch was machen. Aber jetzt wird schon schwierig. Das Rätsel zu lösen. Müssen wir vielleicht doch mal noch einen anderen Ansatz machen. Was haben wir denn noch auf der Liste und überhaupt noch übrig? Dritter Offizier. Ja, ich weiß, wer das ist. Wir wissen noch nicht, was mit ihm passiert ist. Den Bootsmanns Mart. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Wir wissen aber, wer der Bootsmann ist. Dann müssen wir eigentlich nur den verfolgen und gucken, wo sein Kompagnon auftaucht. Ja, machen wir das. So, da. Gucken wir uns mal die ersten paar an. Ja, da sind sie alle irgendwie vorhanden. Hoppala. So, wo ist denn unser Bootsmann? Der ist hier. Kanonier Smart. Ihn haben wir aber auch noch nicht abgehakt, weil wir seinen Angreifer noch nicht haben. Vielleicht kommen wir da weiter. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge aufgedeckt. Gucken wir mal da nochmal an, wie der umgekommen ist. Auf dem Geschützdeck. Grübel. Ein
ein Stück weiter vorne und dann links, da um die Ecke rum. Hier hat es den zerbröselt. Kapauz. Von der Kanone erschossen. Stimmt. War halt nur schwierig zu erraten, wer die gezündet hat, ne? Könnte er hier gewesen sein. Er hat zumindest so ein Ding in der Hand, was zünden könnte. Könnte aber auch der da unten gewesen sein. Gucken wir uns den mal an. So, das ist jetzt ein Stückchen vorher. Aber er hat ja auch Feuer in der Hand, also es sieht zumindest so ein bisschen so aus. Kann aber auch sein, dass sie einfach schon brennt. Aber im Zweifel war er das. Und den kennen wir schon, ne? Jawohl. Ist der Abraham. Das heißt, der da vorne? Ne, der da vorne. Der hier? Wo ist er denn? Kriege ich den jetzt hier nicht markiert? Da ist er. Der wurde vom Abraham. Wo ist er denn? Da. Haha, so ist es auch. Kriegen eine Bestätigung, sehr schön. Den Smutscher haben wir erraten. Dann einmal den Kanonier. Und Alibaba haben wir. Das war fast fertig mit dem Spiel. Wird immer weniger. Nicht schlecht. Sind wir schon wieder ein bisschen schlauer geworden. So, gucken wir mal weiter ins Büchlein rein. Wen haben wir denn noch nicht? Stimmt, den sein Mart hätte ich gerne herausgefunden. Weil hier stehen sie ja alle so hübsch beisammen, wo man auch die Rangfolge so ein bisschen sieht. Den haben wir auch noch gar nicht. Ist das vielleicht der Typ vom Doktor? Gibt's sowas? Schiffsarzt Mart. Das könnte durchaus sein. Würde ich einfach mal behaupten, das ist der Schiffsarzt Mart. So. Der hier hat aber auch noch einen Mart. Hat auch noch einen Sammy für sich. Der hier ist noch nicht ganz bestätigt. Unbekannten Angreifer totgeschlagen. Also ist der eine Typ, der in ein Boot gestiegen ist, ne? Aber für den Mart hat er mir so ein bisschen zu einfache Klamotten an. Die tragen ja alle hier schon so ein schickes Hemde. Ja, schon ein bisschen mehr Uniform. Was haben wir denn sonst noch? Kann auch sein, dass er zu dieser Zeit hier noch gar nicht mehr gelebt hat und hier auf dem Bild ist. Schwer. Wir verfolgen mal den. Ne, nicht ihn hier, sondern ihn hier. Den kennen wir zwar schon, aber irgendwo muss ja sein Sammy unterwegs sein. Als erstes wird er da erschossen. Da kriegen wir aber nicht viel raus. Ruchlose Gefangene. Ja, das gucken wir uns mal an. Vielleicht steht er da in seiner Nähe rum. Haben wir die nicht gerade erst schon angeguckt? So, war das oben auf dem Hauptdeck?
regnet? Ja, das regnet. Das ist aber neu. Ist das so ein ominöses Vorzeichen, dass wir das Spiel fast beendet haben, oder was? Wer weiß, wer weiß. So, hier müssen wir hin. Ruchlose Gefangene. So, wo ist denn unser... Ah, hier war ich da. Geschickt aus. Aber sein Sammy ist wahrscheinlich irgendwie... Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist es ja der. Möglich. Aber nein. Das macht keinen Sinn. Weil am Ende gibt es eine Erinnerung, da sagt er ja, wo ist mein Franzose? Also er hat es nicht, selber nicht mitbekommen, wie sein Mart umgekommen ist. Deswegen wäre das hier Schwachsinn, weil hier hat er es ja direkt gesehen. Der kann es nicht sein. Mysterious, mysterious. Ich glaube, wir gehen noch mal an die Erinnerung, kurz bevor der hier das Zeitliche segnet. Da wird ja nämlich erzählt, wo ist mein Franzose? Das ist nämlich sein Sammy, der er sucht. Ihr Mart wurde zerfetzt von der Krake. Ja. Das heißt, wir wissen ja schon, in welcher Erinnerung wir suchen müssen. Nämlich da, wo die Krake auftaucht. Aber er ist nicht da, während der von der Krake gedingst wird. Ja, aber hier fehlt halt ein komplettes Kapitel dazwischen, das unbekannt bleibt. Das kriegen wir erst am Ende, nachdem wir alles gelöst haben, was wir bis jetzt haben. Schwierig. Eventuell passiert es nämlich genau währenddessen. Was sagt er da genau? So ein Fluch ist schnell gebannt. Der Mart wurde zerfetzt. Wer geht denn alles drauf in das Verderben? Aber hier haben wir, glaube ich, schon alle gelöst, ne? Also die direkt hier im Buch stehen, haben wir alle schon fertig. Ah, er hier könnte das sein. Der ist hier zumindest noch offen. Den haben wir. Und ihn hier hätten wir. Und der steht hier am Anfang auch direkt neben denen. Das wäre möglich. Wie bin ich da überhaupt auf diesen Namen gekommen mit 49? Ach so, wegen... Stimmt, weil der sagt ja eine, du scheiß Däne. Und es gibt nur einen aus Dänemark. Dann ist es nicht er. Sondern wahrscheinlich er hier. Das wird dann er hier sein. Unbekanntes Schicksal. Umgekommen im Verderben Teil 4. Hier ist er umgekommen. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, um mal ein bisschen was zu gucken. So, wo finden wir das Ding? Ach, da unten bei den Kanonen. Oh. Ach, das ist ja von der Kanone zerquetscht worden. Einer von denen da hinten ist das. Ich verstehe. Schon dran vorbei. Irgendwie hier in der Action, ne? Aber hier von denen ist es jetzt. Ist es der hier? Teil 4, ja, das ist der richtige, ne? Hier ist er umgekommen. Ist es der hier? Nein. Nee. Aber wo ist er denn? Das ist der Typ unter der Kanone.
Ne, den hatten wir ja auch schon. Das ist, hatten wir ja auch schon rausgefunden. Jetzt konnten wir den ja hier nicht lösen. Der ist hier umgekommen. Wo ist denn der? Können wir Oberdeck? Können wir nicht gehen. Ah, nee, stimmt. An der Kanone hingen ja zwei dran. Und der ist jetzt flüssig an der Wand, oder was? Das kann natürlich sein. Aber gut möglich ist das auf jeden Fall. Ist hier hinten irgendwie. Der ist auf jeden Fall weg. Gut, gucken wir uns mal noch eine Erinnerung weiter vorne an. Was ist denn jetzt hier die Kaktür schon wieder? Da. Eine weiter vorne. So. Ach stimmt, da müssen wir durch die Erinnerung durch. Ja, stimmt. Das war das. Müssen wir den hier anklicken. Da hängt der Limni. Ja, also danach ist er ja nicht mehr vorhanden. Kann man ja schon von ausgehen, dass der dann hier flüssig an der Wand hängt. Wenn das Ding hier losgeht. Na, der wurde dann von der Krake hier gerade zermatscht. Lässt sich nur mutmaßen. Ich würde sagen, der wurde auch erschossen von der Kanone. Obwohl, warte mal, es wurde doch gesagt, der wurde zerfetzt, aber von der Krake wurde auch erzählt, dass er von der Krake zerfetzt wurde? Warte mal. Wo ist denn das da, wo der wo sein Master stirbt? Da wird er doch gesagt. Das ganze Kapitel haben wir nicht. Da. Bei dem. Was sagt er denn genau? Ja, die sagen aber nicht, dass er von einer Krake getötet wird. Also ich würde auch schon sagen, dass das hier zwischen diesen Sekunden, die wir nicht haben, sondern nur diese Standbilder hier. Kanone. Erschossen. Von einer Kanone. Unbekannten Angreifer, nein. Von ihm hier. Wer ist er denn? Vom Abraham war das. Der gute Abraham hat abgedrückt. Der war ziemlich weit unten hier in der Liste. Da. Ja, mit einer Kanone zerfetzt, das stimmt. Das haut gut hin. Ich würde sagen, der stimmt. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder zwei Mutmaßungen angestellt. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren. Ist da noch offen? Den haben wir auch schon. Hier sind wir echt viel weg jetzt. Die Ruskis haben wir noch. Ertränkt von Bestie. Aber wer ist das? Verschwunden in Verderben. Achso, das ist einer, der da auch mit in dieses Boot gegangen ist. Das ist eine Vermutung. Immer noch ein paar Chinesen. Der ist auch verschwunden. Die Chinesen werden schwierig. Die werden halt namentlich nirgendwo erwähnt. Da muss man halt mit den Namen jonglieren, solange bis es passt. So, wir haben zwei Versuche. Müssen nochmal einen irgendwie deuten.
Gehen wir mal zum Anfang. Gucken wir uns mal das Bild an. Was haben wir denn noch nicht? Was ist er denn? Auch so ein Chinese. Ja, die sind schwer. Noch mehr von den Chinesen. Das wird auch alles schwer. Die haben wir alle schon. Ist er von einer grässlichen Bestie zum verbohrt? Mit Latzhosen. Vielleicht finden wir auch raus, wer ihn hier umgenietet hat. Aber ich glaube, den Namen haben wir auch noch nicht. Ah doch, stimmt, den hatten wir herausgefunden, wer das ist. Dann könnten wir das ja eigentlich eintragen. Dann haben wir das nämlich vollständig. Da wissen wir nämlich zu 100%, das war der Nathan Peters. Das heißt, er wurde von Nathan Peters kaputtgeschlagen. Den da. Ob er jetzt vom Namen her richtig ist. Irgendwas ist falsch. Also wir haben drei Vermutungen und irgendwas muss ja nicht muss ja falsch sein. Jetzt hätten wir jetzt ja schon eine Bestätigung gekriegt. Also das hier stimmt auf jeden Fall. Mit dem Namen bin ich mir... Doch, der Name ist auch... Der stimmt zu 100%. Das ist unfehlbar. Das ist der einzige Däne, den es gibt und den haben wir schon bestätigt. So, welche Mutmaßung haben wir denn noch angestellt? Ihm hier haben wir noch gesagt, dass er hier der Charles Miner ist. Das untere wird wahrscheinlich stimmen. Ja. Obwohl, es könnte auch, wie gesagt, der Kraken gewesen sein. Ich gucke mir mal die nächste noch an, wo er wirklich stirbt. Vielleicht sehen wir doch noch irgendwo ein Detail. Aber es ist einfach nur eine Blutfontäne. So, gucken wir uns den nochmal an. Also man sieht halt auch nur den einen hier wegfliegen und der andere ist halt weg. Spurlos verschwunden. Schwer zu sagen. Vielleicht sehen wir hier irgendwie im Nebenzimmer noch irgendwo was. Vielleicht nach draußen gucken, vielleicht sieht man ja, dass die Krake ihn rauszieht oder so. Ja, nicht wirklich, ne? Ich würde sagen, das stimmt schon mit der Kanone. Das wird schon so stimmen. Das heißt, wir müssen bei dem dritten, den wir jetzt gerade gemutmaßt haben, einen Fehler haben. Das heißt, bei dem wird dann wahrscheinlich schon stimmen. So, welche Mutmaßung hat man dann noch aufgestellt? Den hatten wir dann noch nicht. Also den hatten wir. Die haben wir schon. Hey. Diese Bedienung von dem Buch, ey. Dem hier, bei dem, das wird stimmen. Das ist der einzige Däne und das... Den hier haben wir auch schon weg. So, wo ist dann... Was haben wir denn noch? Ah, die Chinesen werden schwierig. Den haben wir noch gar nicht. Ach stimmt, beim Schiffsarzt. Ich habe einfach mal gesagt, dass er der Schiffsarzt ist. Muss ja nicht stimmen. Wäre möglich, dass er das ist. Aber wenn er das nicht ist,
Das steht halt hier beim Arzt ab. Vielleicht ist das der Typ. Vielleicht ist es ja der hier. James Wallace. Ich würde sagen, wir checken das nochmal ab. Auf dem Olive Deck. Ist das nicht da, wo die krank sind? Ah, ne, da wo es... Ah, ich weiß nicht, ob wir da schlau draus werden. Ich markiere mal den seine Erinnerungen. So. Da nicht. Was haben wir da so? Der Fähnrich. Ist nicht der, Typ, der explodiert ist? Ich hab dich. Herr mit der Knarre. Backbordkorridor. Sie wollen zum Lazarett. Ja. Da ist er auch anwesend. Ach, der fährt da mit dem Boot runter, ne? Das ist der Typ, der da auch mit dem Boot wegfährt. Ja, und das war ja die letzte, dann ist er ja, platt. Was ist eigentlich mit ihm hier? Haben wir noch gar nicht. Oder ach stimmt, das war der Typ, der da mittendrin erschossen wurde. Haben wir nicht herausbekommen, von wem er erschossen wurde? Weil eventuell ist er nämlich der Arzt, der hat nämlich auch so, ein Marz-Klamotte, so ein bisschen schickere Klamotten. Vielleicht stimmt das dann hier. Wo ist er denn? Da. Also hier haben wir auch noch Zimmermann, also da haben wir auch nochmal zwei. Und der ist ja hier in diesem Graben gestorben. Da eiert ja der Zimmermann rum. Schwierig, schwierig, schwierig. Gehen erstmal hier raus. So viel steht fest. Ihm sagt ja auch was von Charles Miner, aber das wird schon stimmen, muss ein Franzose. Ah nee, stimmt, das ist ja der Mart. Bootsmann Mart. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist gar nicht mehr so viel, aber es verwirrt mich gerade. Frage ist, welches Puzzlestück müssen wir als nächstes annehmen, was wiederum passt. Die haben wir alle fertig. Die Chinesen werden halt auch eine Idee. Da sind so viele davon. Was ist er denn eigentlich? Er hat auch feine Klamotten. Soldaten der Meere ist ja gestorben. An die Wand getaggert. Er sagt auf jeden Fall los, Chef. Also er ist auf jeden Fall niedrigrangig. Das gucken wir uns mal an. Ich finde bei ihnen raus und dann per Ausschlussverfahren kommen wir dann auf die anderen. Ein Stück noch. Wer hier? Ich schmeiß auf jeden Fall mit einer Axt. Come on, boss. No, get there. Hey, cats. Oder komm, Boss, den hauen wir platt, oder was? Das Ding hat bereits Nick erwischt. Das ist zumindest schon mal ein Name hier. Wen hat es denn vorher erwischt? Also kommt von unten, ne? Wo bist du denn, Nick?
Ist nur hingefallen. So, komplett viel von oben. Ach, da kommt noch so ein Kollege. Was ist das hier denn, Nick? Ach stimmt, den haben wir schon, Nikolas, ne? Das war der Nick. Die Info hatten wir schon. Das war ein Chineser, der wurde, glaube ich, vom Blitz geschlagen. Mhm. Als die Frage. Die werden wahrscheinlich, ich glaube, das sind die Zimmermänner. Zimmermann plus Mart. Also auch mit der Axt und so, um so Sachen kaputt zu hauen, zu reparieren, so die Ecke. Aber er kriegt da auch gerade einen mitten ins Gesicht. Also, just in dem Moment. So. Den kennen wir schon. Also er sagt ja was von Chef. Würde ich sagen, das ist der Zimmermannsmart. Und das ist eventuell sein Chef. Wer ist denn der Zimmermann? Winston Smith. Ja, so sieht er auch aus. Der schwarze Junge. Da war irgendwas richtig. Was haben wir denn richtig? Den Smith haben wir richtig. Dann wahrscheinlich auch sein Mart. Jawohl. Und den Dänen. Das war die erfolgreichste Stunde bisher. 9 Stück auf einmal. In einer Stunde, das ist gar nicht mehr so schlecht. Guter Schnitt. So. Dann machen wir hier mal kurz ein Päuschen. Eigentlich nur zum Schneiden. Das kommt dann nämlich demnächst auch noch auf YouTube. Ich bastel mir jetzt ein Zigarettchen. Und dann geht's weiter. Ich glaube, eine Stunde machen wir noch. Wenn man gerade in so einem Rätselflow ist, dann geht das. Aber es wird nicht einfacher. Wir haben noch eine ganze Menge Fehler. Ich kann ja mal hier das schon mal laufen lassen irgendwie. Dudelt wenigstens ein bisschen Musik. Eine ganze Menge Fehler haben wir noch. Ich glaube, bei den letzten müssen wir echt Rätsel raten. Also wir haben jetzt noch offen. Die Crew, das Leben. Mal über die Bilder gehen. Welche haben wir noch nicht? Also auf dem ersten Bild haben wir fast alle. Die hinten haben wir komplett. Die Inder haben wir. Der wurde auch. Den haben wir komplett. Den Geiger. Der Typ haben wir. Den haben wir noch nicht. Die Frauen haben wir noch nicht. Bei ihm wissen wir noch nicht, was mit ihm am Ende passiert. Also die paar haben wir noch offen. Die Ruskis hier vorne. Charles Miner. Den noch. Also ein paar vorne hier, die haben wir noch offen. Die zwei haben wir auch, die Brüders. Die haben wir komplett. Offiziere und Captain-Zeugs haben wir auch komplett. Dass er der nicht, den hätte ich ganz gern bestätigt bekommen. Schiffsarzt Mart. Wer könnte es denn sonst? Der könnte es halt noch sein. Aber wir haben auch noch den ersten Steward, haben wir auch noch übrig. Nee, zwei sogar noch, ne? Wir haben einmal Schiffsteward und Steward des ersten Captains noch. Den haben wir auch noch nicht. Der sieht aber auch sehr ähnlich wie zu dem Arzt aus, ne? Vielleicht ist das wirklich der Typ vom Arzt.
Dann haben wir noch die Chinesen nicht und sonst haben wir, glaube ich, alle. Einen noch. Ist nicht mehr so viel. Diese unbekannte Seele. Ja, das ist einer von den Chinesen, der da rausgegangen ist. Da haben wir nicht rausgefunden, wer das ist. Ja, Chance 1 zu 4, ne? Oder ich glaube, 4 Stück waren es. Den haben wir auch nicht. Ach, ist der auch da unten umgekommen? Gib uns eine Waffe. Aber viel übrig haben wir ja auch nicht mehr, ne? Zahlmeister, ne, der wird da nicht mitgefahren sein. Steuermann denke ich auch nicht. Das wird schon einer von denen hier unten gewesen sein. Einer von denen hier. Der ist auch fertig. Die ganzen Formosischen sind auch alle richtig. Mit dem besteht, der haben wir noch gar nicht bestätigt. Ja. Das ist nur Vermutung. Ah, die sind verschwunden. Ich würde sagen, wir gucken mal bei denen nochmal, dass wir da irgendwie hinterhergehen. Dass wir das berichtigen hier. Klingt nach einem Plan. So, ihr wisst, was jetzt noch kommt, ne? Hier ploppt noch so ein paar Videos auf, da könnt ihr weiter gucken, das supportet mich rein. Abonnation, Glöckchen anmachen, die ganzen Konsorten, ihr kennt das alles, ne? Habt da schon tausendmal überall bei jedem YouTuber gesehen. Ist bei mir nicht anders. Aber supportet rein, ne? Daumen hoch ist auch gut, Kommentarchen da lassen und weiter gucken. Das ist alles, was YouTube möchte, oder ich auch. Und in dem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.